Segeln. Freiheit, Tradition und Nachhaltigkeit. Heute herrscht Windstärke 3. Nicht viel, aber genug, um davon zu segeln. Es geht Richtung Norden, die Elbe hinauf Richtung Wischhafen. Marc Bielefeld verbringt seit Jahren mehr Zeit auf seinem Segelboot als in seiner Heimatstadt Hamburg. Der 48-Jährige hat seinen Besitz auf das Nötigste reduziert, hat seine Wohnung untervermietet und lebt und arbeitet als freier Journalist, so oft es geht, auf dem Wasser. Der Norddeutsche segelt seit seiner Kindheit. Mit dem Sportbootführerschein See und einem Funkzeugnis darf er überall segeln. Marc Bielefeld besitzt seit 14 Jahren ein eigenes Segelboot. Seine Touren um die Küsten Deutschlands, Dänemarks und Schwedens und eine abenteuerliche Fahrt von Schottland nach Hamburg haben ihm mehr beigebracht als jeder Kurs. Doch es ist nicht das reine Segeln, das ihn fasziniert. Das Boot bietet ihm eine alternative Lebensform. Die Faszination, um mit dem Wind zu segeln oder nur mit dem Wind voranzukommen, das ist schon was Besonderes. Dann ist es aber auch, es gibt einfach gerade auf den Holzbooten viele schöne Sachen, die guckt man sich einfach an, also wenn man es mag. Schöne Details, ob es die Winschen sind, der Kompass. Ich muss mal kurz gucken. Und dann ist es natürlich, ja, und Freiheit ist ein großes Wort, aber man kann sich halt sehr ungebunden bewegen mit so einem Boot. Das ist der Unterschied zu anderen Vehikeln, auch zum Auto. Man kann seine ganzen Sachen, die man braucht, und es ist nicht viel, aber man kann alles mitnehmen. Man hat seine Bücher dabei, seinen Schlafsack, einen kleinen Kocher. Es ist wie so eine kleine Blockhütte. Ich glaube, da kann sich jeder, auch ein Nichtsegler, darunter was vorstellen. Es ist sehr gemütlich, eine alte Blockhütte. Nur diese kann man mitnehmen. Und man kann die Blockhütte mitten in einer Bucht verankern. Da kann ich meinen Computer nehmen und kann auch arbeiten. Ich kann mir was zu essen machen. Und das ist, glaube ich, so ein Teil der Faszination, dieses Unterwegssein mit dem Nötigen, was man braucht. Für den Hamburger bedeutet Segeln Entschleunigung. Das Boot ist für ihn der Ausknopf vom hektischen, lauten Alltag in der Stadt. Da herrscht eine seltsame Form der Ruhe auf so einem Schiff, wenn man mit dem alleine unterwegs ist. Es ist einfach eine Form der Gemütlichkeit, aber schon auch der Stille. Gut, man nimmt die Geräusche sehr wahr, aber es ist so eine Form der Ruhe. Sein fast 11 Meter langes Boot hat Marc Bielefeld vor 2 Jahren entdeckt. Das 1964 erbaute Holzboot wurde im Internet angeboten. Es stand in Westschottland und musste nach Deutschland überführt werden. Der Turn nach Hamburg war für den Hobbysegler ein Abenteuer. Denn die Nordsee gehört aufgrund extremer Strömungen, hoher Wellen und gefährlicher Untiefen zu den anspruchsvollsten Segelrevieren der Welt. Marc Bielefeld plante die wochenlange Reise mit einem Kollegen. Der musste allerdings nach kurzer Zeit seekrank an Land. Ein neuer Freund kam an Bord und das Abenteuer gelang. Seitdem sind der Segler und sein Boot ein eingespieltes Team. Naja, das wächst einem schon sehr ans Herz, so ein Boot, wenn man es gesucht hat, was eine sehr spannende Phase ist. Das ist schon sehr aufregend. Und wenn man es dann findet, dann geht ein sehr spannender Prozess los. Man muss das Boot natürlich verstehen, sich den Zustand angucken. Und dann lernt man es Schritt für Schritt, Schraube für Schraube, Knopf für Knopf kennen. Das ist eine ewige Tüftelei. Und das ist also ein Prozess, der auch mit Mühe und mit Arbeit verbunden ist, aber der auch sehr viel Spaß macht. Und im Laufe dieses Prozesses gewinnt man so ein Boot natürlich schon lieb. Für einen Segler verhält sich das Boot wie ein Partner. Es gibt gute und schlechte Zeiten. Wenn man natürlich Zeit mit dem Boot verbracht hat, viele schöne Momente und auch mal ein paar nicht so schöne Momente, da wächst man schon mit so einem Boot zusammen. Auch Gretel hatte ihre Verehrer. Die 21 Meter Holzjacht segelte 1962 als Herausforderin um den America's Cup und war damals eines der schnellsten Boote der Welt. Heute wartet sie darauf, wieder in ihren Top-Zustand gebracht zu werden. Es fehlt nur noch ein Liebhaber, der bereit ist, ihre Verschönerung zu finanzieren. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn historische Holzboote sind begehrt.
dass das so elegante Formen sind und doch irgendwie zeitlos schöne Objekte. Das erkennen die meisten Leute oder fühlen das. Die meisten Menschen kommen hier rein und denken, das ist doch was Schönes. Und die meisten sind irgendwie erstmal ganz still und bewundern das ein bisschen. Und das tun wir auch immer noch. Dann könnte das auch sein, dass dieser Werkstoff Holz, der ja doch so eine recht warme Ausstrahlung hat, die Leute auch irgendwie in Bann zieht. Das denke ich schon. Und die Kombination aus diesen Dingen zusammen mit der Geschichte, die man da vor sich stehen hat. Viele Bode, die wir hier haben, sind ja, aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts derzeit gebaut. Und da steht man schon auch vor so einem Berg an Geschichte. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Die Flensburger Werft Robbe und Berken Classics restauriert alte Boote und baut historische Schiffe nach. So wie derzeit die 12er-Segeljacht Anker 434, die der norwegische Schiffskonstrukteur Johan Anker 1939 entworfen hat. Nach den Originalplänen wird das Schiff für einen skandinavischen Unternehmer nachgebaut. Kosten rund 2,5 Millionen Euro. Dafür arbeiten 15 Bootsbauer 1,5 Jahre an dem historischen Segelschiff. Alles Handarbeit. Doch nicht alle Materialien können originalgetreu verwendet werden. Wir würden nicht mehr mit normalem Stahl arbeiten. Das ist einfach überholt. Dann hat man immer Rost im Schiff. Das finde ich nachteilig. Ein Problem bei klassischen Yachten ist ja die doch sehr erhebliche Pflege, um so ein Boot in Stand zu halten. Und um das dann nicht zu haben, haben wir uns entschlossen, auch Edelstahl zu verwenden, auch wenn das nicht unbedingt periodengerecht ist. Also Johan Anker hätte das damals nicht so bauen können. Wir machen das aber gerne, um eben den Pflegeaufwand so gering wie möglich zu halten. Holzboote sind nämlich sehr empfindliche Wesen. Auch die Pflege eines solchen Schiffes muss aus meiner Sicht Teil des Hobbys sein. Also ein Holzboot braucht tendenziell schon ein bisschen mehr Liebe als ein Kunststoffboot. Und ein Kunststoffboot verträgt ein wahnsinnig hohes Maß an Vernachlässigung. Das ist beim Holzboot nicht so. Und da muss man eben dafür sorgen, dass das Boot, wenn man dann nicht segelt, die Pflege auch bekommt, die es verdient. Und wenn man das nicht bereit ist, machen zu lassen oder selber zu machen, dann ist man mit dem Holzschiff nicht gut beraten. Worauf segelt man besser? Auf Holz oder Kunststoff? Das muss jeder Segler für sich entscheiden. Ich segel sehr, sehr, sehr gerne. Und ich segel auch gerne auf Kunststoffjachten. Das darf man eigentlich nicht laut sagen, aber ich segel lieber auf einer klassischen Yacht. Und man freut sich auch an diesen Formen, auch wenn man selber draufsteht. Und es verhält sich natürlich auch ganz anders. Meistens ist es etwas härter und schwieriger, solche Boote zu segeln und zu trimmen. Aber so kompliziert ist es dann nicht. Das ist eine sehr enge Lücke hier. Mark Bielefeld legt im Wischhafener Hafen an. Der Motor hilft, das Segelboot zu manövrieren. Denn einparken ist auch mit Segelbooten nicht einfach. In Wischhafen, einer 3000-Einwohner-Gemeinde in Niedersachsen, wird heute Hafenfest gefeiert. Alle 4 Jahre treffen sich hier Segelfreunde, Einheimische und Touristen. Entlang der Elbe liegen zahlreiche kleine Häfen. Dort Freunde zu treffen und zu übernachten, gehört zum Segeln dazu. Mark Bielefeld trifft seinen alten Freund Jelle. Gesprächsthema Nummer 1: Was macht das Boot? Auch Jelle hat ein Holzboot, ist selbst Bootsbauer und ein sehr erfahrener Segler. Wenn abends die Touristen weg sind, bleiben die Segler unter sich. Fast. Mark Bielefeld lebt auf 7 Quadratmetern. Dort können immerhin 3 Erwachsene schlafen. Ein idealer Rückzugsort. Hamburg, die Stadt, wo ich wohne, ist wunderbar.
Aber es ist schon eine enorme Verdichtung von Geschwindigkeit, Zeit, Hektik, Autos. Ich weiß nicht, tut es einfach gut, die Flucht anzutreten. Dieses unfassbare Hintergrundrauschen der Stadt, die sie einfach mit sich bringt, das ist weg. Ich meine, auf 10 Meter weiter laufen die Pferde über die Wiese. Die Elbe kommt, das Wasser kommt und geht. Es ist einfach eine komplette Umkehr dieser Geschwindigkeit. Gerade in der Stadt, die, glaube ich, auch viele Leute tatsächlich so empfinden. Obwohl tausende Menschen um sie herum sind, in den U-Bahnen. Gibt genügend Leute, die auf Single-Börsen gehen oder, keine Ahnung, die Gesprächsrunden suchen. Man hat hier eine Einsamkeit, ohne dass tausend Menschen um einen herum sind. Doch, das kann man schon sehr genießen. Also, ich liebe es, allein auf dem Boot zu sein. Das ist wunderbar. Da hat man nur mit sich selbst zu tun. Aber man hat auch ganz schnell Kontakt. Man muss ja nur den Kopf rausstecken. Und da vorne liegt ein Boot 4 Meter weiter, da vorne liegt das nächste. Wenn man will, hat man sofort seine Leute, mit denen man reden kann. Und es kommen auch häufig Freunde an Bord. Ja, also mit Einsamkeit hat das gar nichts zu tun. Im Amsterdamer Hafen ist das Segelschiff Tres Hombres eingelaufen. Die Besatzung hat Waren mitgebracht. Rum, Kaffee und Kakaobohnen aus der Karibik. Die Tres Hombres ist weltweit der einzige Segler, der Fracht über den Atlantik transportiert. Allein mit der Kraft des Windes. Das Schiff besitzt keinen Motor. Ein Konzept, das an die historische Seefahrt erinnert. Doch es trägt sich. Die Kunden des Frachtseglers handeln mit Fairtrade-Waren und legen Wert auf einen nachhaltigen Transport. Der ist auf der Tres Hombres 100% emissionsfrei. Im Vergleich zu gewöhnlichen Frachtschiffen ist der Transport auf dem Segelschiff langsamer und bis zu 3-mal teurer. Der Preis für Umwelt- und Klimaschutz. Die Tres Hombres ist ein alter deutscher Kriegsschiffkutter von 1943. Das 32 Meter lange Schiff war nie als Segler gedacht. Es wurde von freiwilligen Helfern in 160.000 Arbeitsstunden restauriert und umgebaut. Die Idee, mit einem Segelschiff Fracht zu transportieren, entstand durch Zufall. Andreas Lackner aus Österreich war Umweltschützer und wollte eigentlich nur Urlaub machen. Ich wollte eine Reise machen, ohne Flugzeug, ohne Verbrauch, eben bis Südamerika. Und da habe ich ein Schiff gefunden, das ein Segelschiff natürlich, das mich mitgenommen hat, ein großes. Und da habe ich die zwei anderen Jungs kennengelernt. Einer von denen fuhr als 12-Jähriger schon auf Frachtschiffen mit, aber der wollte eben, den hat das sehr interessiert, das ganze Konzept, John Jorne. Und Arjen war auch ein Abenteurer, ein Troubadour, Musiker, der die Freiheit liebte. Also Tradition, Umweltschutz und Freiheit, das sind die drei Dinge, die sich da verbunden haben auf dem Schiff damals mit uns dreien. Und die haben diese Idee entstehen lassen. Und seit 2006 gibt es nichts anderes mehr für uns. Ja. Seit 5 Jahren ist die Tres Hombres auf hoher See unterwegs. Mit 15 Personen als Besatzung. Neben dem Kapitän 2 Steuermänner, 2 Bootsmänner, ein Koch und 10 Lehrlinge. Auf dem Segelschiff werden junge Leute ausgebildet. Auch Gäste dürfen mitfahren, doch sie müssen genauso wie die Besatzung im 4-Stunden-Rhythmus arbeiten und schlafen. Das Segelschiff, das so romantisch erscheint, ist harte Arbeit. Man ist nicht abhängig von irgendwelcher Motor oder Dampfkraft. Alles geht mit der Hand. Die 2 oder 3 Leute, die müssen rauf und runter pumpen. Ein Pumpspiel heißt das auch. Damit zieht man den Anker hoch. So einen Anker kann man hier sehen, der ist auch
An beiden Seiten haben wir einen Anker von 200 Kilo und 150 Meter Kette. Das ist unsere einzige Versicherung, eigentlich unsere Bremse. Also wenn es irgendwo wirklich nicht mehr weitergeht. Oder sowieso, wenn wir in den Hafen reinfahren und warten müssen oder noch nicht anlegen können, dann gebrauchen wir den Anker. Die Solarzellen sind fast die einzige moderne Technik auf dem Schiff. Sie generieren Strom für das GPS, das satellitengesteuerte Navigationssystem des Seglers. Mit dem Kartencomputer sieht man dann eben das eigene Schiff auch, wo man fährt, in so Gebieten, wo starke Strömung herrscht. Ist das natürlich viel besser, dann zu sehen, wo man wirklich hinfährt, über Grund. Naja. Hier ist das Schiff. Jetzt muss ich dem Steuermann fragen, ob er die Boje doch sieht, da vorne. Er hat recht auf die Boje. Aber ist gut. Kann man sich nicht packen. Ah! Also Makrelen. Makrelenleine. Ein Schiff ohne Motor ist eine echte Herausforderung. Wir müssen vorsichtiger segeln wie andere Schiffe, aber das heißt auch sicherer in dem Fall, weil wir können nicht auf der windzugewandten Seite einer Insel ganz knapp am Land fahren, auf der Wetterseite, weil man muss immer so fahren, dass du selber wegkreuzen kannst mit dem Schiff, ne? Dass man wegkommt. Und da verlassen sich eben viele mit einem Motorschiff drauf, dass der Motor denen schon weghilft, und da sind schon viele Schiffe gesunken. Der Platz unter Deck ist begrenzt, auch im Frachtraum. Die Tres Hombres kann maximal 35 Tonnen Fracht laden. Heute sind nur noch leere Weinflaschen an Bord. Die gehen alle nach Frankreich. Die werden da wieder gebracht. Also Flaschenrücktransport von Kopenhagen, wo die verkauft und leer getrunken wurden. Da hat der Importeur die wieder versammelt und schickt die zurück zum Weingut jetzt in Frankreich. Das ist jetzt genau das letzte Stück der Reise eigentlich. Wir sind schon beinahe im Heimathafen Den Helder, wo das Schiff rausgehoben wird aus dem Wasser und wieder hergerichtet, vorbereitet für die Winterreise. Und die beginnt dann hier erstmal Richtung Norwegen, wo wir Stockfisch abholen, der bestimmt ist für Portugal, wo der verzehrt wird, verbraucht wird. Dann laden wir Olivenöl auch ein bisschen Wein und was ist es noch? Salz und verschiedene Dinge für die Karibik. Und in der Karibik laden wir das Schiff dann komplett ab mit Kakaobohnen, mit Kaffeebohnen und natürlich mit unserem bekannten Tres Hombres rum. Der bleibt allerdings im Fass. Auf dem Schiff herrscht Alkoholverbot. Zu gefährlich ist die Fahrt auf dem offenen Meer. Egal wie hoch die Wellen sind, die Crew hat ihre Pflichten. Du musst ein Artist sein, um hier zu kochen. Hier machen die auch sonst manchmal so einen Haken, dass man sich einhaken kann. Und du musst vorstellen, hier manchmal fahren wir mit 7, 8 oder 10 Meter hohen Wellen und dann geht es hier schon wirklich rund. Und der Koch ist dann ja, die schwerste Aufgabe am Schiff, um hier Essen zu zaubern für 15 Leute. Das Brot ist heute Nacht gebacken. Sie werden immer besser, unsere Lehrlinge. Seit einer Woche sind die an Bord und versuchen Brot zu backen. Und jetzt nach einer Woche ist es wirklich ausgezeichnet, die Konsistenz. Und mit natürlichen Ingredienten, die wir dann selber mitnehmen. Sonst ist es eigentlich so viel wie möglich am Markt einkaufen. Fleisch haben wir frisch nicht mit, nur im Hafen. Wir haben Fleisch in Konservendosen, das auf der Insel, die man da drüben sieht, auf Texel gemacht wird, selber von Bauern und Fleischern, die wir auch kennen. Die machen das selber in Konservenbüchsen und das hält dann 8 Monate, also so lange dauert unsere Rundreise. So viel müssen wir eben einkaufen am Anfang schon. Ready about? About ship, helms away! Der Kapitän gibt das Kommando zu einem Segelmanöver. Der Kurs wird geändert, die Segel werden neu gesetzt.
Alles per Hand, das kostet Zeit. Der Zweimaster hat insgesamt 12 Segel mit einer Gesamtfläche von 315 Quadratmetern. Schnelligkeit wird auf dem Frachtsegler nicht geboten. Die Tres Hombres ist 100% vom Wind abhängig. So kann die Route von Norwegen nach Portugal bei guten Windverhältnissen 10 Tage dauern, bei schlechtem Wetter 3 Wochen. Ein Nachteil gegenüber motorisierten Frachtschiffen, deren Kunden auf zuverlässige Lieferzeiten bestehen. Doch Andreas Lackner kämpft für sein Konzept. Er hält herkömmliche Frachtschiffe für sehr umwelt- und klimafeindlich. Es sind ja eigentlich die umweltschädlichsten Transportmittel überhaupt, weil die eben auf Schweröl fahren. Und das ist tausendmal so schädlich, so giftig wie normaler Diesel. Oder das ist eben ein Abfallprodukt der Treibstoffherstellung. Und relativ gesehen zu der Menge, die solche Schiffe mitnehmen, ist es natürlich wieder nicht so viel. Aber eben die Giftigkeit dieser Schadstoffe. Es gibt in Studien, anerkannte Studien, wo herausgefunden wurde, dass ca. 50.000 Leute pro Jahr allein an den nordeuropäischen Küsten an Krebs sterben, zufolge der Ausstöße der Frachtschiffe, die eben alle durch den englischen Kanal hier entlang fahren und hoch nach Dänemark, Norwegen, Deutschland. Und es war ein Gesetz, wurde angefragt, das besteht schon für die Ostsee, da darf man nicht mit Schwerölschiffen rein mehr. Und das wollten sie für die Nordsee auch machen, ist schon mehrere Jahre im Gespräch und wurde heuer abgewiesen, aus ökonomischen Gründen. Wir machen keinen sehr großen Gewinn, das ist auch nicht das Ziel unseres Unternehmens, aber wir haben keine Unterstützung, keine Subvention. Wir können uns selber erhalten, helfen. Wir arbeiten noch viel mit Freiwilligen, aber Leuten, die wirklich das am Herzen liegt, was wir machen. Und wir versuchen natürlich langsam in die professionelle Schiene zu gehen und vor allem alles, was wir damit verdienen, mit diesem Transport in größere Schiffe zu stecken. Darum geht es eigentlich. Und die Schiffe, die auch ohne Motor fahren zu lassen. Das bringt Glück, wenn man eine Boje, wenn man eine Münze auf eine Boje wirft und die trifft. Ja. Morgenstunde in Wischhafen. Mark Bielefeld kommt vom Zähneputzen. Fast in jedem Hafen gibt es Gemeinschaftsduschen und Bäder. Auf dem Boot gibt es zwar einen Süßwassertank. Das Wasser wird aber zum Kochen und Abwaschen benötigt. Segeln ist wie Camping, nur auf dem Wasser. Man muss Abstriche machen. Viele seiner Freunde beneiden Mark Bielefeld und sein Leben auf dem Boot trotzdem. Durch die Bank weg fanden es alle gut. Alle haben gesagt, wenn ich das machen könnte, würde ich es auch machen. Ob nun auf dem Segelboot oder im Zelt in den Bergen, sonst wo. Sie haben alle gesagt, fantastisch. Ist ja auch nachvollziehbar, jeder würde das gerne mal machen. Niemand wusste genau, wie ich das nun realisieren würde. Ich selbst auch nicht. Weil das Abenteuer des Segelns war nicht halb so groß, wie das Abenteuer, das mit dem Job auf dem Boot zu verbinden. Also es ist ja nicht so, dass ich einfach drauf losgefahren bin und ein halbes Jahr einfach gesegelt bin. Im Gegenteil, ich musste sehr viel arbeiten. Also in Buchstaben gemessen. Ich glaube, in dem ersten Jahr sind sogar über 700.000 Anschläge, Buchstaben, gedruckte, zustande gekommen. Das ist eigentlich mehr als im Büro. In 6 Monaten hat Mark Bielefeld ein Buch über seinen Rückzug auf ein Segelboot geschrieben. Doch alleine davon kann er nicht leben. Hauptberuflich schreibt der Journalist für Magazine. Das Gute daran, schreiben kann man überall. Bedingung ist, man hat eine Internetverbindung. Einmal ist es schiefgegangen. Weder auf dem Boot noch im Hafen bekam der Journalist Internetzugang. Der Artikel kam zu spät. Aber das war eine Ausnahme. Mark Bielefeld muss in die Stadt zurück. Morgen ist Redaktionsbesprechung in Hamburg. Über 3 Stunden wird er für die rund 80 Kilometer brauchen. Mit dem Auto hätte man etwas über 1 Stunde. Doch bei Windstärke 5 kommt er schnell voran. Wenn natürlich viel Wind ist und man hat zu tun, dann kommt eine ganz andere Form der Geschwindigkeit ins Spiel. Da muss man sich sehr stark beeilen, muss hin und her rennen und gucken. Aber es ist nicht diese
künstlich getriebene Geschwindigkeit, schon gar nicht die, die vor den Computern herrscht, wenn man in irgendwelchen Büros sitzt. Je näher man dem Hamburger Hafen kommt, umso stärker wird der Verkehr auf der Elbe. Und umso größer werden die Schiffe. Rund um die Uhr wird Hamburg von Frachtschiffen aus aller Welt angefahren. Die Einfahrt in den Hafen ist deshalb nichts für Segelanfänger. Grundsätzlich haben Segelboote vor motorisierten Schiffen Vorfahrt. Doch im eigenen Interesse überlässt man den Containerriesen die Mitte des Flusses mit dem tieferen Fahrwasser. Ein Zusammenstoß würde für den Segler nicht gut ausgehen. Ja, da war ich noch hier. Das habt ihr hier gelernt. Andreas Lacknes Firma Fährtransport sitzt im Hafen von Den Helder. Dort plant er neue Projekte. 2015 sollen zwei neue Segelschiffe auslaufen mit jeweils 500 Tonnen Fracht. Die Finanzierung steht bereits. Es gibt genug Kunden, die Wert legen auf einen fairen Transport. Wenn man alles rechnet, den Lebensweg eines Produkts von der Produktion bis zum Endverbraucher, gehört der Transport auch dazu. Und wenn das auch noch stimmt, dann hat das eben einen Mehrwert, genauso wie mehr Preis. Mit der Fracht von England nach Holland sind wir zum Beispiel schneller als ein Lastwagen. Und auch nicht so viel teurer. Also zwischen Inseln, wo dann die Straße einen viel längeren Weg hat, dann sind wir eigentlich sehr konkurrenzfähig. Seine Zukunftsvision ist der Ecoliner. Ein modernes Frachtschiff mit voll elektronisch gesteuerten Segeln. Frachtvolumen 8000 Tonnen. Die Schiffsarchitekten der Firma Dijkstra in Amsterdam haben das Hybridschiff konstruiert, bisher nur auf dem Papier. In Zeiten knapper werdender Ölreserven und steigender Energiepreise könnte die Nutzung der Windkraft für Großreedereien interessant werden. Doch was fehlt, um den Ecoliner zu bauen? 25 Millionen. Aber eigentlich ist es nicht das Geld, das fehlt. Es ist die, was fehlt, ist das Umdenken der Menschen. Einfach das Wollen, dass Ökonomie nicht mehr zu 100% abhängig ist vom Preis von einem Liter Öl oder vom Vergleich davon, sondern vom Miteinbeziehen der Lebensqualität in die Ökonomie. Und das ist noch immer nicht der Fall. Täglich laufen rund 20 Containerschiffe in den Hamburger Hafen ein. Sie fahren mit Schweröl und Dieselöl. Kraftstoffverbrauch pro Tag rund 3000 Tonnen. Ihre Fracht, bis zu 16.000 Container, transportieren sie mit über 100.000 PS. Mark Bielefeld fährt auch unter Motor in den Hafen mit 21 PS. Sein Segelboot legt er gleich in einem kleinen Seitenhafen in Hamburg-Finkenwerder an, um bald wieder die Segel zu setzen. Und die Ruhe zu suchen. Sie sahen Segeln, Freiheit, Tradition und Nachhaltigkeit. Sie können die Sendung als DVD bestellen oder als Download in unserem Online-Shop herunterladen.